Die erste Boeing 787 für Lufthansa kommt jetzt nach Frankfurt. Lufthansa hat das erste Flugzeug jetzt ganz offiziell übernommen und erhält damit nicht nur ein neues, sondern auch ein in vielerlei Hinsicht ziemlich besonderes Flugzeug. Wir sprechen darüber. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Die Frage, wann Lufthansa denn jetzt endlich die erste 787 bekommen wird, war in den letzten Wochen gar nicht so leicht zu beantworten. Boeing hatte richtig ordentlich mit Qualitätsproblemen bei der 787 zu kämpfen, musste zahlreiche Dreamliner überprüfen und nachbessern. Wir haben gerade erst in einem anderen Video darüber gesprochen. Der Hersteller musste immer weiter angepasste Auflagen der FAA, also der Nationalen Luftfahrtbehörde der Vereinigten Staaten, erfüllen, bis man jetzt Anfang August den ersten Dreamliner seit über anderthalb Jahren Auslieferungsstopp wieder ausliefern durfte. Und jetzt ist damit auch Lufthansa dran. Bilder der ersten fertigen, frisch lackierten Maschine gibt es bereits seit Mai. Fertig produziert ist das erste Flugzeug, ja, aber bereits seit etwa 3 Jahren. Denn die 787, zumindest die ersten 5, die Lufthansa jetzt erhalten wird, waren ursprünglich gar nicht für die deutsche Fluggesellschaft bestimmt. Ursprünglich bestellt wurden die Flugzeuge nämlich von der chinesischen Hainan Airlines Group für Hainan Airlines selbst oder für die Hainan-Tochter Supana Airlines. Der Kunde hat die Flugzeuge allerdings nicht übernommen. Erst gab es finanzielle Probleme, dann musste die Hainan Unternehmensgruppe während Corona sogar Insolvenz anmelden. Die Luftfahrtsparte inklusive der Airlines wurde dann neu strukturiert und verkauft. Diese 5 Dreamliner, die jetzt an Lufthansa gehen, die konnte man nicht mehr übernehmen. So etwas kommt tatsächlich immer mal wieder vor. Während Corona hat sich die Anzahl sogenannter Whitetails aber deutlich erhöht. Das sind Flugzeuge, die bereits fertig produziert oder nahezu fertig produziert wurden, dann aber nicht mehr vom eigentlichen Kunden übernommen wurden. Und je nachdem, wie weit fortgeschritten der Bau des jeweiligen Flugzeuges bis zu diesem Zeitpunkt war, desto schwieriger kann es für den Flugzeughersteller im Nachhinein werden, für diese Maschine jetzt noch irgendeinen neuen Kunden zu finden. Als Beispiel Skymark Airlines, eine japanische Fluggesellschaft. Die haben tatsächlich mal A380 bestellt. 2 A380, die Airbus im Jahr 2014 eigentlich an diese Fluggesellschaft liefern wollte, blieben nach der misslungenen Auslieferung etwa 4 Jahre eingelagert in Toulouse am Boden, bis Airbus die Dinger dann tatsächlich endlich mal an einen neuen Kunden abdrücken konnte. Das war in dem Fall dann Emirates. Oder auch ein Beispiel bei Lufthansa selbst. Die hatten ursprünglich mal 20 747-8 bestellt, also 20 Passagier-Jumbos. Übernommen haben sie dann aber nur 19. Das hatte zwar in diesem Zusammenhang keine finanziellen Gründe. Die 747-8, die man als 20. hätte übernehmen wollen, war ein Testflugzeug, was dann bei Boeing so ein bisschen verheizt wurde. Wie genau dann die Gründe oder was genau der Deal war bei dieser Maschine, das wissen wir nicht. Übernommen hat Lufthansa sie am Ende des Tages allerdings nicht. Und so blieb das Flugzeug, eine eigentlich ja frische 747-8, dann tatsächlich ganze 10 Jahre lang im Besitz von Boeing in der Wüste stehen, bis man jetzt in Form der ägyptischen Regierung endlich einen neuen Kunden für das Flugzeug gefunden hat. Verträge zwischen einer Fluggesellschaft und einem Flugzeughersteller können offensichtlich sehr komplex sein. Und die Zeitspanne zwischen dem Bau eines Flugzeuges und der wirklichen Auslieferung des Flugzeuges an die Fluggesellschaft, die kann sehr, sehr lang sein. Da kann eine ganze Menge passieren, zum Beispiel eine Pandemie. Das kann vieles verändern, aber auch auf der anderen Seite für viele Fluggesellschaften eine richtig gute Chance sein, um sehr schnell, und das ist viel wert, um sehr schnell und vor allem auch sehr günstig an eigentlich brandneue Flugzeuge zu kommen. Airbus hatte zum Beispiel Mitte 2021 bekannt gegeben, dass man alle bis dahin bestehenden Auslieferungsverträge und gut 80% der vergebenen Auslieferungsslots mit den Kunden neu verhandelt hätte, für so gut wie alles eine Lösung gefunden hätte und für fast alle Whitetails einen neuen Kunden gefunden hätte. Als Beispiel, Condor bekommt schon in diesem Jahr den ersten neuen A330neo und wird zügig dann auch weitere erhalten, denn die ersten Maschinen, die sind schon längst fertig gebaut und waren ursprünglich für Air Asia oder Garuda Indonesia bestimmt. Bei Boeing sah das ganz ähnlich aus. Die 737 Max Whitetails, die bekamen so gut wie alle einen neuen Kunden. Und mit anderen Maschinen, zum Beispiel auch mit Dreamlinern, ging Boeing ganz bewusst auf schon bestehende Kunden zu und versuchte, mit denen dann gute Deals zusammenzustricken. 4 der ersten 5 für Lufthansa bestimmten 787-9 hatten dann tatsächlich auch nach der Hainan Group mit Vistara, also mit einer indischen Fluggesellschaft, einen neuen Abnehmer gefunden, der dann allerdings auch nicht mehr konnte bzw. nicht mehr wollte und die Flugzeuge nicht übernommen hat. Und so steht sie da jetzt, die Papa Alpha, die erste 787-9 für Lufthansa, frisch lackiert mit dem Namen Berlin am Bug des Flugzeuges und damit nach 2 missglückten Versuchen jetzt beim 3. Kunden endlich fertig zur Auslieferung.
Die Lufthansa-Gruppe hatte ursprünglich 2019 20 Boeing 787-9 bestellt. 2021 wurde um diese 5 Whitetails aufgestockt, über die wir eben gesprochen haben, die nun also vor den 20 anderen bestellten Flugzeugen kommen. Und vor wenigen Wochen wurde dann nochmal klargemacht, Lufthansa bestellt noch einmal 7 weitere Dreamliner. 32 sind es jetzt also insgesamt. Die 7 Flugzeuge, die da jetzt noch oben drauf gekommen sind, sind übrigens wieder Maschinen, die eigentlich mal für einen anderen Kunden bestimmt waren. Und so ist diese ganze Bestellung etwas zusammengesammelt, etwas zusammengestückelt. Halt mit Flugzeugen, die andere nicht übernehmen konnten oder nicht übernehmen wollten. Das Ganze dann noch mit sicherlich ganz ordentlichen Rabatten aufgrund der 777X-Verspätung. Und somit unterm Strich sicherlich ganz einfach ein richtig guter Deal. Nur Vorteile hat sowas aber selbstverständlich nicht, denn ein Flugzeug eines anderen Kunden sieht im Detail immer etwas anders aus als das, was man selbst für sich geordert hätte. So werden die ersten 787 für Lufthansa jetzt erst einmal mit einer Hainan-Kabinenausstattung und damit zum Beispiel mit einer ganz anderen Business Class fliegen als andere Lufthansa-Flugzeuge. Ganz ähnlich ist es ja schon mit dem A350, den man von Philippine Airlines übernommen hat, und so kommt jetzt quasi nochmal ein drittes Business Class Produkt obendrauf. Es gibt aber noch ganz andere, diese Flotte deutlich komplexer machende Unterschiede. Zum Beispiel sind die ersten 5 787 jetzt mit General Electric Triebwerken ausgestattet. Die nächsten 20 von Lufthansa dann bestellten 787-9 werden allerdings mit Rolls-Royce Triebwerken ausgestattet. Also da gibt es auch einen ganz klaren großen technischen Unterschied, welcher die 5 787 immer von den anderen Flugzeugen abgrenzen wird. Aufgrund der ganzen Verspätung und dem ganzen Hin und Her bei Boeing geriet so einiges in der Flottenpolitik bei Lufthansa jetzt durcheinander. Die Anzahl der Whitebodies, also die Anzahl der unterschiedlichen Typen von Großraumflugzeugen bei Lufthansa, sollte ja wirklich so schnell wie möglich reduziert werden. Wir erinnern uns da an die Präsentation des Geschäftsberichts des Jahres 2020. Da war vom möglichst schnellen Ausflotten von gruppenweit 8 großen Flugzeugtypen die Rede. Stand jetzt betreibt man in der Lufthansa Passage den A340-300 länger, holte den A340-600 und die 747-400 zurück. Und der A380, der kommt im nächsten Jahr jetzt ja auch nochmal wieder zurück. Begründet ist das alles in einer schnellen Rückkehr hoher Passagierzahlen und den verspäteten Auslieferungen von 777 und 787. Lufthansa bereitet sich aber selbstverständlich schon seit einigen Monaten auf die Ankunft der ersten Boeing 787 vor. Und einer der spannendsten Punkte in der Vorbereitung auf die Auslieferung eines ganz neuen Flugzeuges ist sicherlich das Training des fliegenden Personals. Denn Cockpit und Kabine kennen das neue Flugzeug ja noch gar nicht und dürfen dann auch noch nicht auf diesem neuen Flugzeug fliegen. Bei Lufthansa hat man eine Gruppe von Ausbildern ausgewählt, beispielsweise Piloten, die vorher auf dem A380 unterwegs waren, jetzt eine ganze Weile nicht so sonderlich viel zu tun hatten und dementsprechend jetzt ihren Platz auf einem neuen Flugzeugmuster auf der 787 finden. Die haben als erste das neue Type Rating, also die Musterzulassung für die 787 bekommen und dürfen damit jetzt uneingeschränkt die Kolleginnen und Kollegen in der eigenen Fluggesellschaft ausbilden und überprüfen. Bestandteile einer solchen Musterzulassung, eines Type Ratings, was jeder Pilot, jede Pilotin braucht, um ein solches Flugzeug fliegen zu können, sind Theorieschulung, dann Trainingseinheiten an einem sogenannten Flight Training Device. Das ist letztendlich ein Simulator, ein Verfahrenstrainer, welcher sich nicht bewegen kann. Und dann die Simulator-Sessions in den bekannten Full-Flight-Simulatoren. Lufthansa Aviation Training hatte bis vor kurzem noch keinen für die 787. Und deswegen gingen die Leute dafür in Boeing eigene Simulatoren, zum Beispiel nach London. Die zukünftigen Trainer fliegen dann noch kurzzeitig bei einer anderen Airline, die dafür gerade Kapazitäten hat, ein sogenanntes Line Training. In diesem Fall zum Beispiel bei Air France. Und danach können sie dann uneingeschränkt fliegen und schulen. Beim Wartungspersonal der Lufthansa Technik sieht das ganz ähnlich aus. Auch da wird erst Theorie gemacht, dann finden Praxisschulungen und Tests bei anderen Betreibern der 787 statt. Dafür ging eine Handvoll Techniker zum Beispiel nach Mailand, um dann zu Hause wiederum die eigenen Kolleginnen und Kollegen schulen zu dürfen. Vor ein paar Tagen ging dann ein sogenanntes Abnahmeteam mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedensten Abteilungen der Lufthansa und auch mit Piloten selbstverständlich zu Boeing nach Seattle, um die Auslieferung der ersten 787, um die Auslieferung der Papa Alpha vorzubereiten. Das Flugzeug wird dann ausführlich überprüft, erst einmal am Boden, und dann gibt es einen sogenannten Acceptance Flight, bei dem dann schon Lufthansa-Kollegen vorne im Cockpit sitzen und auf einem etwa 3-stündigen Testflug so ziemlich alles testen, was man an so einem Flugzeug testen kann. Es geht da auf der einen Seite um fliegerische Aspekte, auf der anderen Seite werden aber auch gewisse Sicherheitsfunktionen bestimmter Systeme getestet. Da schaltet man manches beispielsweise ganz bewusst ab,
um dann eine gewisse Reaktion des Flugzeuges zu sehen, so wie es halt eben in den Handbüchern steht, so wie das Flugzeug das halt einfach machen soll. Es ist einfach ein sehr detaillierter und sehr umfassender Test- und Überprüfungsflug. Und wenn dann alles passt, dann gibt es eine ganz wichtige Unterschrift und es folgt die Überweisung des verbliebenen Kaufpreises. Das ist dann der sogenannte Transfer of Title und die Maschine ist damit offiziell an die Lufthansa übergeben. Das alles hat die Papa Alpha, die erste 787 für Lufthansa, jetzt schon hinter sich. Was jetzt noch folgt, ist der Überführungsflug nach Frankfurt. Heute Abend, am Montag, gegen 16 Uhr Lokalzeit, soll das Flugzeug Seattle verlassen und sich dann auf dem Lufthansa-Flug LH9921 auf den Weg nach Frankfurt machen, wo es dann am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr erwartet wird. Und dann ist die erste 787 der Lufthansa in Frankfurt und wird dort erst einmal in der Technik verschwinden und dort auch ein paar Wochen bleiben. Denn die Kabine, die da jetzt von Hainan Airlines in diesem Flugzeug drin ist, die sieht nicht so wirklich nach einer Lufthansa-Kabine aus. Da wird man sich in den nächsten Wochen drum kümmern. Die Maschine wird umgerüstet und für den Betrieb bei Lufthansa vorbereitet und wird dann auch so aussehen wie ein Lufthansa-Flugzeug, auch von innen. Und dann wird die Maschine tatsächlich erst einmal auf Inlandsstrecken innerhalb Deutschlands eingesetzt. Der Grund dafür ist Training. Wir haben eben schon über das sogenannte Line Training gesprochen, was man benötigt, um ein Type Rating, eine neue Musterzulassung auf diesem neuen Flugzeugtypen abzuschließen. Und für dieses Line Training sind nicht Flugstunden interessant, sondern sogenannte Legs, also einzelne Flüge. Und je kürzer diese einzelnen Flüge, also je kürzer diese einzelnen Legs sind, desto mehr Personen kann man innerhalb eines gewissen Zeitraums auf diesem Flugzeug ausbilden. Das wird dann also in den nächsten Monaten erst einmal gemacht, bevor es dann auf die erste Langstrecke nach Toronto geht. In diesem Sinne, spannende Sache. Ich wünsche allzeit gute Landung. Und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Infos für euch mit dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss. Und da werden nicht nur Fliegeraspekte, Alter.